Hallo, in diesem Video will ich euch zeigen, wie man mit Horrordaten in Excel umgehen kann. Was ich mit Horrordaten meine, sind Daten, die total unnutzbar sind in Excel. Ich nehme mal hier ein fiktives Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe ein Zeiterfassungssystem, was mir die Stunden, die monatlichen Stunden von meinem Mitarbeiter ausgibt. Ja? Und jetzt für den Monat Februar habe ich diese Daten gekriegt in diesem Format, so wie es jetzt ist. Und das heißt, der Stefan hat 72 Stunden gearbeitet, der Manfred 58, Schmidt hat 49 und so weiter. Das Problem ist, so wie die Daten jetzt ausschauen, kann ich die gar nicht verwenden. Ich kann die Daten gar nicht sortieren. Ich kann die Daten gar nicht filtern, wegen diesen ganzen Leerräume hier. Leere Zeilen oder hier leere Spalte. Und mein Ziel ist, dass ich die Daten so habe, dass ich hier einen Namen habe, den seine Stunden und darunter der nächste Name und den seine Stunden und so weiter. Also schön eine saubere Liste anstatt diesen Schrott hier. Jetzt, wenn ich jetzt nur die paar Leute habe bei mir, dann ist es ganz einfach. Ich kann dann die Stunden, ich schiebe dann die 72 hierher und lösche die leeren Spalten und so weiter, kann ich das locker machen. Aber was mache ich, wenn ich 50 Leute habe oder 200 oder gar 1000 Mitarbeiter? Das wäre dann sinnlos, sowas zu machen. Eine einfache Methode, wie man das lösen kann, ist so. Erstmal muss man sich überlegen, welche Daten brauche ich. In meinem Fall, in dem Beispiel hier, will ich zwei Sachen. Die Namen und die Stunden. Alles andere interessiert mich gar nicht. Also, das heißt, als erstes muss ich sicherstellen, dass die Daten, die ich brauche, alle auf derselben Zeile liegen. Also das heißt, Stefan, seine Stunden müssen auch auf die Zeile liegen. Ja, und man merkt ja, die Stunden von jedem sind um eine Zeile versetzt. Also das heißt, ich markiere die ganzen Stunden und schiebe sie hoch, ja, dass die alle zusammen, der Name und die Stunden müssen auf der gleichen Zeile liegen. Okay? So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich gehe in der nächsten Tabelle in Excel und mache hier, verbinde dann diese zweite Tabelle zur ersten Tabelle mit einer einfachen Ist-Gleich. Das heißt, Ist-Gleich, gehe rüber zur ersten Tabelle und klicke auf den ersten Namen. Dasselbe mache ich für die Stunden, Ist-Gleich, erste Tabelle, die Stunden. So, und jetzt kann ich, wie eine normale Formel, das alles runterziehen, bis meine ganzen Namen alle sind. Ja? Und hier habe ich jetzt die Namen. Jetzt, in dieser Tabelle sind all diese Daten miteinander verbunden, und zwar mit Nuller. Ja? Hier haben wir viele Leerräume, aber hier nicht mehr, weil die Leerräume werden durch Nuller dargestellt. Obwohl es Null ist, trotzdem ist das jetzt alles eine Datenmasse. Die kann man jetzt filtern, sortieren, etc. Wie eine ganz normale Tabelle. Ich zeige es mal jetzt. Ich tue mal jetzt hier erstmal ein paar Spalten einfügen, damit ihr das besser seht. So, jetzt füge ich hier einen Filter. Und jetzt, ich will die ganzen Nuller wegkriegen. Also, Filter, nicht alles, sondern nur die Nuller. So, und jetzt habe ich die Nuller hier und die kann ich alle löschen, die Zeilen. Zack. Und auf Löschen. So, und jetzt, wenn ich jetzt auf alle gehe, dann habe ich die Daten, so wie ich es will. Kann sogar den Filter jetzt wegmachen, den brauche ich nicht mehr. Und so habe ich jetzt alle Daten, die ich brauche, in dem Format, wie ich es will, wie ich es haben will. Ja? Also hier habe ich den Schrott, so wie er jetzt ausschaut, und so habe ich das dann am Ende hergerichtet. Und das Schöne ist, dass es hat mir jetzt ein paar Minuten gedauert, und das wird genauso lang dauern, auch wenn ich 1000 Datensätze habe. Es spielt keine Rolle, weil der Prozess ist derselbe. Und das ist so ein Weg, wie man mit solchen Schrottdaten oder Horrordaten in Excel umgehen kann. Man baut sich eine Verknüpfung, in einer zweiten Tabelle baut man sich eine Verknüpfung zur ursprünglichen Tabelle. Durch so eine Verknüpfung mit dem Ist-Gleich wandelt man diese Leerräume in Nuller. Und somit hat man keine sogenannte Dateninseln mehr, sondern eine Datenmasse. Und diese Datenmasse kann man dann sortieren, filtern, etc., wie ich es hier gemacht habe.